Hallo Leute und willkommen zurück zu Scala. Ja, was wir dieses Mal machen, sind endlich mal Klassen und Objekte. Ein Objekt hatten wir ja schon die ganze Zeit, das war unsere Hello World Klasse. Und in einem Objekt kann eine Main-Funktion drin stehen, die dann tatsächlich ausgeführt wird. In einer Klasse geht es nicht, denn eine Klasse ist quasi nur der Blueprint für ein Objekt, für eine Instanz sozusagen. Ja. Ich zeige euch am besten einfach erstmal die Syntax von einer Klasse. Normalerweise, ich würde sagen, wir bauen einfach mal einen Vektor hier. Das ist sozusagen die einfachste Klasse, die man sich vorstellen kann. Wir haben eine X-Koordinate und eine Y-Koordinate. So. Und ja, dann haben wir hier diese geschweiften Klammern. Normalerweise kann man die auch einfach mal dahin packen. Und schreiben dann hier eben Variable. Achso, die sollten anders heißen. Ich würde sagen, nennen wir sie xi für Input x und yi für Input y. Und das ist dann hier die Variable x, Doppelpunkt int, denn sie ist vom Typ Integer. Und ihr seht, die kriegen hier sogar eine andere Farbe. Ein richtig hübsches Orange ist das. Ja, und das wird dann eben das Input x und die Variable y ist auch vom Typ Integer und bekommt das yi zugewiesen. Wir könnten jetzt natürlich auch fies sein und andersrum zuweisen, aber ich glaube, das verwirrt uns bloß. Ich komme mal auf Ideen. Ha. So, und dann könnten wir uns hier noch vielleicht eine Funktion kreieren, die dann halt zwei Vektoren miteinander addiert und das wäre dann relativ easy zu schreiben. Sagen wir mal, er heißt, wie könnte man ihn nennen? X zum Beispiel, x Doppelpunkt Vektor. So. Und ja, ihr seht, es gibt jetzt, no, da gibt es einen Vektor, gibt's, ja. Wenn wir hier nicht weiterschreiben wollen, also tatsächlich das Ganze abstrakt lassen wollen, dann können wir das Ganze zu einer Abstract Class machen. Dann ist es okay so. Aber dann muss eine andere Klasse davon erben. Und da ich das jetzt gerade nicht möchte, sage ich einfach mal hier, wir machen daraus tatsächlich eine Funktion. Vom Rückgabetyp ist wieder ein Vektor. Und ja, wir machen uns daraus, obwohl, nee, wir machen keinen Vektor draus, wir sagen einfach, das ist kein Rückgabetyp dabei. Wir sagen einfach nur, wir wollen hier auf x was drauf addieren, plus gleich. Oh, ach so, ha, ja, ich sollte es nicht x nennen, ich sollte es vielleicht a nennen. Dann sage ich hier x plus gleich a Punkt x, so. Und hier sage ich y plus gleich, denn es ist ja eine Klassenfunktion, a Punkt y, so. Und jetzt haben wir schon keine Fehler mehr. Sehr schön. Und wir könnten doch hier einfach nochmal gerade print, wobei, nee, wir schreiben dem ganzen Vektor noch eine printMe-Funktion. Nimmt keine Parameter, gibt auch nichts zurück. So, und gibt einfach aus printLine Vektor at. Weiß nicht, ob es das auch kann. Warum nicht? Ja, lassen wir es lieber mal. Vektor add, so, und dann sagen wir hier plus x plus x gleich so. Okay, und was wir jetzt hier in der Main-Funktion machen können, ist folgendes. Wir kreieren uns einen Vektor. Wie machen wir das? Naja, wir sagen Variable. Wie nennen wir unseren Vektor? Wieso nicht einfach weg? New. Da brauchen wir dann dieses Schlüsselwort new und dann eben Vektor. Und dann geben wir hier in Klammern diese Variablen an, die wir hier oben schon definiert haben in der Klasse. Also ihr erinnert euch, bei Java braucht man einen Konstruktor. Das ist hier nicht nötig. Hier wird alles automatisch zugewiesen, was wir hier oben mitliefern. Wir müssen es nicht mitliefern, wir können es mitliefern.
Wenn wir einen Default-Wert wollen, können wir hier wiederum ist gleich 5, wie bei den Funktionen zum Beispiel, angeben. Aber da wir hier gerade keinen Default-Wert wollen, sagen wir hier einfach 5, 5. So. Und jetzt sagen wir einfach weg.printme. Und gucken mal, was bei rauskommt. So, und dann steht hier Vector at x gleich 5 und y gleich 5. So, wenn wir jetzt hier tatsächlich noch einen Vektor drauf addieren, sagen wir var, wobei, nee, warum eigentlich? Sagen wir weg.add und dann brauchen wir hier einen neuen Vektor. New Vector. Und nein, wir schreiben extra nicht mit C, damit wir nicht den Vektor von Scala benutzen. So, dann sagen wir 2, 2. Und dann sagen wir hier weg.printme. Mal gucken, was passiert. Und wir kriegen raus, wir haben korrekt addiert, denn 5 plus 2 und 5 plus 2 wiederum ist 7, 7. Ja, und somit haben wir unsere erste eigene Klasse erstellt und auch vernünftige Methoden dafür geschrieben. Machen ja sogar einigermaßen Sinn, ne? Und ich habe das ganz gerne hier vorne. So. Ja, jetzt kommen wir tatsächlich schon zur Vererbung. Ich nehme an, ihr seid wahrscheinlich keine Anfänger, wenn es ums Programmieren geht und habt schon mal objektorientiert programmiert. Deswegen, falls nicht, bitte schaut euch meine Java-Videos an und verzweifelt nicht. Falls doch, könnt ihr jetzt direkt hier weiter gucken. Alles klar. Ja, wir können tatsächlich relativ easy erben lassen. Wir sagen einfach, wir bauen uns eine neue Klasse. Also ihr seht, upsala, Großschreibung. Ihr seht, man braucht hier auch tatsächlich nicht für jede Klasse eine neue File, sondern kann das ruhig auch alles in eine packen. Geht bei Java auch, macht man aber selten. Hier kann man das durchaus mal bringen. Wir sagen, wir bauen uns eine neue Klasse. Und warum machen wir da nicht einfach ein Deck 3 draus? Ich weiß gar nicht, ob es diese Klasse gibt. Ja, funktioniert super. War mir nicht sicher, ob es die vielleicht schon gibt irgendwie. Und ja, was wir jetzt hier machen ist, also ein Vektor, das ist hier jetzt ein Vektor im zweidimensionalen Raum, hier sind wir jetzt im dreidimensionalen Raum, keine Sorge, wir machen jetzt keine komplizierte Mathematik, ich will einfach nur ein vernünftiges Beispiel haben zum Überschreiben von Klassen. Ja, deswegen machen wir jetzt hier Override, Override xi Doppelpunkt. Int, dann machen wir hier noch ein Override. Ja, das war die Klasse, ne? Das ist blöd. Muss man klein schreiben. Yi, auch vom Typ Int. Und wir kriegen hier ein Nicht-Override. Zi, auch vom Typ Int. So, und jetzt einfach das Schlüsselwort Extents. Das ist dasselbe wie in Java. Und dann sagen wir hier Vektor mit den Parametern x, i, y, i. So, und schon haben wir quasi unsere Klasse überschrieben. Was ist dein Problem hiermit? Val expected, but identifier found. Ja, man muss hier natürlich überall noch Val dazu schreiben, denn die sind so gar nicht. Genauso. Was ist dein Problem hiermit? Overrides nothing. Ja, ich habe hier oben auch die Vals vergessen. Die braucht man nicht, wenn man nicht erbt. Nicht unbedingt zumindest, man sollte sie trotzdem machen, so passt es besser. Genau. So, und jetzt machen wir hier natürlich noch die schön geschweiften Klammern. Und hier drin brauchen wir dann nicht mehr sagen, außer dass wir sagen, Variable z ist vom Typ Integer und kriegt den Wert zi zugewiesen. Wir haben es zi genannt? Ja, wir haben es zi genannt. So, und dann müssen wir jetzt noch unsere Add-Funktion vielleicht etwas besser definieren. Def Add. Denn A sollte vom Typ Vec3 sein. So. Und dieses A vom Typ Vec3 funktioniert dann auch ein bisschen anders. Also ihr seht, wir überschreiben hier einfach die Methode komplett. Und wir können jetzt hiermit einfach dann sagen, okay, wir nehmen das hier. So. Und z plus gleich a.z. So. Und die hätte ich gerne wieder weiter links.
Ja, und die Print-Funktion brauchen wir auch noch. Oh, ich habe hier das gleich vergessen. So. Ja. Print.me macht folgendes. Was ist das? Ja, hier brauche ich jetzt scheinbar einen Override-Modifier. Ich will hier aber noch folgendes ergänzen vorher. So, and z, upsala, klein geschrieben, gleich z. So. Und jetzt machen wir hier einen Override-Modifier. So, jetzt ist er glücklich. Ja. Denn hier haben wir tatsächlich dieselben Parameter genommen. Das heißt, wir überschreiben diese Methode. Das heißt, diese Methode ist nicht mehr vorhanden. Wenn wir das so machen würden, dann gäbe es diese Methode doppelt. Ja. Aber wenn wir Override schreiben, ist die alte Methode, also die hier, von der wir extended haben, ist nicht mehr vorhanden danach. Aber hier können wir immer noch diese AddVector, diese, also die, wo nur einen zweidimensionalen drauf addiert, können wir immer noch benutzen. Denn dann kriegen wir einfach nur hier unser x erhöht und unser y erhöht. Aber wir haben auch die Methode zur Verfügung im dreidimensionalen, dass wir unser z erhöhen können. Das heißt, wir haben quasi hier drei Methoden. Die hier haben wir gelöscht. Dadurch, dass wir hier Override davor geschrieben haben, haben wir die hier gelöscht. Und hier haben wir die Variante mit einem Vec 3 und hier mit einem Vec 2, also mit einem Vektor einfach. Genau. Und so kann man dann eben, ja, so kann man eben Klassen erstellen. Jetzt zu Objekten. Also Objekte sind quasi Scalas Methode, die das Static Keyword von Java zu ersetzen. Das bedeutet, man macht, also Objects sind Singleton Variablen. Das bedeutet, es kann nur ein einziges davon geben. Es ist quasi eine einzelne Instanz von einer Klasse. Und ich kann mit new auch keine neuen erstellen oder sowas. Ich kann auch keine Parameter geben. Deswegen, also hier unten kennen wir ja schon ein Object. Es kann nur dieses eine Object Hello World geben. Es kann kein zweites geben. Ich kann mit new keins erstellen in einer anderen Klasse oder sowas. Sondern ich habe nur die Möglichkeiten hier drin Funktionen zu erstellen und halt die dann auch aufzurufen. Ja, und das ist auch wirklich der einzige Unterschied. Das ist quasi ein Singleton. So nennt man das. Ansonsten ist an Objects nichts Besonderes dran. Außer eben, dass es nur eins davon geben kann. Und im Prinzip ist es genau gleich wie die Klassen ansonsten. Ja, gut, das war's zu Klassen und also Classes und Objects in Scala erstmal. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, würde ich sagen. Alles klar, dann bis dann. Ciao, ciao.